was sind die Unterschiede für den Patienten, wenn wir die ICL, das heißt Fackellinse, mit der Augenlaserbehandlung vergleichen. Die Voruntersuchung für beide Methoden ist beinahe ident. Die ICL wird meistens den Patienten angeboten, welche für eine Augenlaseroperation nicht geeignet sind. Alternativ bieten wir das auch diesen Patienten an, welche ein sehr stark trockenes Auge haben, weil dadurch vermeiden wir die Trockenheit. Wir arbeiten nicht an der Hornhaut, sondern es wird eine zusätzliche Linse ins Auge implantiert und die Patienten haben danach kein Augentrockenheitsgefühl. Bei der Augenlaserung behandeln wir beide Augen simultan hintereinander. Bei der ICL-Linsenimplantation geschieht das auch alles an einem Tag. Natürlich auf Wunsch des Patienten können wir diese Operation auf 2 Tage trennen.